Guten Morgen. Wir haben uns alle schon mal die Frage gestellt, ist denn Gourmet-Rohkost denn so gesund? Und ist es dann nicht vielleicht sogar besser, wenn man gekochte Nahrung zu sich nimmt und diese einfach schlicht hält? Und der Frage möchte ich heute mit euch gemeinsam nachgehen. Ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht und ja, werde die jetzt mit euch Stück für Stück abgehen. Die Grundfrage ist also, ist die Rohkost denn immer die gesündere Form in Bezug zur gekochten Nahrung, wenn man sozusagen einfache gekochte Nahrung nimmt, was offensichtlich besser ist, oder wenn man sehr stark verarbeitete Rohkost nimmt, das heißt viel dehydriert hat, viele Fette hinzugesetzt hat, da wirklich ja, Gaumenkitzel ohne Ende ja, vollziehen lässt. Das beste Buch dazu übrigens, um das auch mal zu erwähnen, das ist von Urs Hochstrasser, ein wirklich sehr, sehr liebenswerter Mensch, der etwas knochig in erster Instanz daherkommt, aber mit dem ich schon häufiger jetzt mal persönlich auch sprechen konnte. Und ja, also das Buch, wenn es um Gourmet-Rohkost geht, dann kann ich euch dieses Buch empfehlen. Das ist wirklich die beste Gourmet-Rohkost, die ihr euch vorstellen könnt. Den Link habe ich unten in die Infobox gepackt. Also, was ist jetzt nun besser? Die Gourmet-Rohkost, also sich rohköstlich zu ernähren, aber dann halt eben stark zuzubereiten und eben diese Gaumenfreuden zu forcieren, oder ganz einfache, simple Kochkost? Wir bewegen uns hier natürlich immer noch im pflanzlichen Rahmen. Weil das steht außer Frage, dass pflanzliche Nahrung einfach gesünder ist als tierische Nahrung. Warum und deswegen habe ich genug Videos dazu gemacht. Vielleicht verlinke ich euch das eine oder das andere hier oben in der Infobox. Ne, Infokarten. Verwechsel es immer wieder. Unten ist die Infobox, oben sind die Infokarten. So, ja, fangen wir an. Erstmal der kurze Vergleich, was damit gemeint ist. Also, die einfache vegane Ernährung bedeutet, dass man, also die einfache vegane Kochernährung bedeutet, dass man zum Beispiel ganz einfach eine Gemüsepfanne macht, indem man Gemüse schneidet, alles anbrät, würzt und isst. Oder indem man einfach Nudeln macht und dazu halt ja, irgendwie noch ein paar frische Möhren reinschnibbelt oder wie auch immer. Auf jeden Fall einfache Gerichte. Und Gourmet-Rohkost bedeutet, dass man eben zum Beispiel eine, wie von Marlon von Raw Future, diese Rohkostbuletten macht, die halt gedörrt werden und die aufwendig zubereitet werden, und oder besondere Rohkosttorten, oh, das alles wirklich viel Zeit mit sich bringt. Und generell, wenn man es vergleichen würde, Kochkost mit Rohkost, dann würde die Rohkost immer besser abschneiden, aus zumindest meiner Sicht und aus der Sicht von den Informationen, die mir vorliegen, weil die Rohkost zum einen aus der eigenen Erfahrung eine bessere Rückmeldung der Nahrung gibt als die Kochkost. Das heißt, der Körper erkennt besser die Nahrung, ist ja auch normal, weil wir, wenn wir ganz normal draußen einen Apfel sehen, der so in der Natur vorkommt und den essen, ist es ja normal, dass unser Körper erkennt, dass das ein Apfel ist. Wenn dieser Apfel allerdings gebacken wird und in der Natur wird nichts gebacken, also wenn der Blitz vielleicht einschlägt und dann ist auch nicht mehr viel mit dem Apfel, aber dann hat der Körper eben Probleme, das als Apfel zu erkennen. Und entsprechend ist die Rohkost, hat eine bessere Rückmeldung, der Körper weiß, was er bekommt und weiß dann auch eher zu sagen halt stopp, was bei der Kochkost eben nicht der Fall ist. Das ist die Kochkost, da kann ich oft sehr, sehr viel essen und merke einfach nicht dieses natürliche Stoppgefühl. Bei Äpfeln, da kann ich nicht unendlich essen, da kommt irgendwann ein Stopp. Auch bei Bananen oder bei vielen Dingen kommt ganz normal irgendwann ein Stopp. Wenn ich diese Sachen allerdings koche, kann ich sehr, sehr viel mehr davon essen. Wie zum Beispiel vom Apfelmus. Vom Apfelmus kann ich extrem viel essen. Und das geht mir dann meistens dann auch nicht so gut danach. So, und ja, also an dem Punkt ist es mal klar, bei gleicher Zubereitung wäre für mich die Rohkost die gesündere Wahl. Aber so ist es nun mal, dass wir die Gourmet-Rohkost heute vergleichen. Und das zum einen gleich am Anfang der Preis. Die Gourmet-Rohkost ist teurer, weil zur Gourmet-Rohkost braucht man meist sehr, sehr viele Nüsse, hochwertige Öle wie Aprikosen, Kernöl oder ähnliches. Und zur einfachen veganen Kost, das ist, glaube ich, mein Buch, werdet ihr wahrscheinlich die meisten von euch schon gelesen haben bzw. davon gehört haben, wo ich halt wirklich ja, einen Monat mal alle Nährstoffe aufgeschrieben habe, alle Kosten aufgeschrieben habe für 30 Tage, und man ganz bequem mit 140 € pro Monat
für Essen, Trinken und zusätzliche Supplementierung von B12 und Vitamin D hinkommt, ja, bei einer veganen Kochkosternährung. Und da müssen wir nicht mal auf Südfrüchte verzichten und man muss auch nicht verzichten auf solche Sachen wie Rohkost-Sushi, wo auch Algenpapier mit dabei ist, was relativ preisintensiv ist, sondern mit diesen 137,50 Euro ist alles abgedeckt. Wer das Buch noch nicht kennt, oben in den Infokarten und ist bei mir auch immer unten in der Infobox. Und da ist sogar auch noch ein Link dazu, wie er mit diesem Buch, was halt einfach die wichtigste Message überhaupt beinhaltet, vegan ist preisgünstiger als traditionelle, herkömmliche Fleischernährung und sie ist vollwertiger. Und vollwertig und preiswert kann man halt davon essen, sogar halt unter dem Existenzminimum. Und um diese Message zu verbreiten, gebe ich euch eben die Möglichkeit, mit meinem Buch mehr Geld als ich selber zu verdienen, indem ihr 55% der Einnahmen bekommt, wenn ihr das Buch bei Facebook bei euch bewirbt oder Freunden auf eurer Webseite, Blog, was ihr auch immer habt. Das nur mal zur Information. Warum geht es jetzt um den Preis, ist die Frage. Weil es geht auch, was ist gesünder und was hat der Preis damit zu tun? Ja, zur Gesundheit zählt unter anderem auch der Stressfaktor im Leben. Und umso minimalistischer man lebt, umso weniger Geld man erwirtschaften muss, umso stressfreier lebt es sich und umso gesünder lebt es sich. Umso weniger man Geld zur Verfügung hat, umso gesünder lebt man. Ich weiß, viele sind nicht der Meinung, das akzeptiere ich auch, dann kommt die Argumentation, ja, teure Operationen und Einzelzimmer und ja, aber wenn du erst gar nicht krank wirst, weil du eben den Stress nicht als Katalysator von Entzündungen bei dir so pflegst und hegst, wie das sehr, sehr viele Menschen aufgrund ihrer, ich sag einfach mal, Karriereorientierung und ja, Fixierung auf materielle Werte haben, dann brauchst du dich auch nicht, brauchst keine teure Operation und dann brauchst du kein Einzelzimmer, weil du gar nicht ins Krankenhaus kommst. Also von daher, meiner Meinung nach, umso weniger Geld man hat, umso gesünder lebt man, weil man dann bewusster lebt, stressfreier lebt. Und entsprechend ist die Gourmet-Rohkost aus dem Punkt, dass sie teurer ist, hat sie ein hohes Potenzial dafür, ungesünder zu sein als die einfache vegane Ernährung. Das war der erste Punkt. Kommen wir dann zum Fettgehalt. Fett ist ein Punkt, den viele mal auf dem Zettel hatten, aber dann durch Relativierung seitens vieler Blogger, YouTuber und so weiter dann wieder ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Ein Punkt, den man wirklich nicht aus dem Auge verlieren sollte. Fett ist ein ganz, ganz großer Faktor, der Entzündungen im Körper fördert. Und ich bin ein Mensch, der seit der Kindheit immer mit Entzündungen zu kämpfen hat. Hat angefangen alles mit einer Mittelohrentzündung und ja, und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Und viele von euch können es vielleicht auch nachempfinden, die auch unter Entzündungen leiden. Ob das jetzt nur Blasenentzündungen sind oder Mittelohrentzündungen oder Autoimmunerkrankungen, die natürlich auch nur auf Entzündungen basieren oder Krebs haben, auch Entzündungen. Alles, die da Probleme haben mit Entzündungen, ja, sollten da jetzt ganz genau hinhören. Ich habe da ein Video dazu gemacht zu Fetten und warum ein Übermaß an Fetten ungesund ist und warum das Entzündungen katalysiert. Das findet ihr oben in den Infokarten. Unbedingt anschauen. Es ist wichtig, Fette sind wichtig, ohne Frage, aber es ist auch wichtig, dass man ein gutes Maß findet. Und bei der Gourmet-Rohkost ist es tatsächlich so, dass man da oft nicht ein gutes Maß findet. Fett ist ein Geschmacksträger und die Gourmet-Rohkost lebt halt eben vom guten Geschmack. Und bei der Gourmet-Rohkost kannst du fast sagen, ist jedes Gericht ja gnadenlos überfettet. Und von daher aus diesem Punkt Fettgehalt würde ich trotz dessen, dass man dann vielleicht einen Tick zu viel isst, eher vegane Kochkost da bevorzugen. Und da sind wir schon beim Wassergehalt. Der Wassergehalt von Gourmet-Rohkost ist oftmals aufgrund der Dehydrierung sehr, sehr gering und entzieht, wenn man das isst, entzieht dem Körper das Wasser. Während hingegen bei der Kochkost der Wassergehalt normalerweise vollkommen ja, natürlich bleibt. Und von daher auch wieder ganz klar vegane einfache Kochkost versus Gourmet Rohkost. Und dann kommen wir mal zu dem Punkt, der halt eben für die Rohkost spricht. In der Rohkost werden natürlich, das ist der Punkt, der generell für die Rohkost spricht, immer alle Vitamine, alle Mineralstoffe und auch alle Aminosäuren in Ruhe gelassen und sie werden natürlich aufgenommen. Das heißt, du hast eine viel höhere Nährstoffdichte und die Nährstoffe bleiben besser erhalten. Das heißt, die Produkte, da sind wir wieder beim Kaufen, die du kaufst,
nimmst du auch bestmöglich dann zu dir. Das heißt, diese gesamten Nährstoffe, die enthalten sind, bleiben auch aufgrund dessen, dass keine Hitze zugeführt wird und viele Vitamine, insbesondere Vitamine, hitzeempfindlich sind. Bei Mineralstoffen ist das nicht ganz so dramatisch, da zerstört werden. Und genau, würde also für die Gourmet-Rohkost sprechen. Kommen wir mal zum Geschmack. Vom Geschmack her ist die Gourmet-Rohkost natürlich viel intensiver, viel besser, kann man sagen, als die vegane Kochkost. Ich spreche dann wieder für die vegane Rohkost. Was auch für die vegane Rohkost, für die vegane Gourmet-Rohkost spricht, ist, dass man... Es gibt zwei Seiten. Die Zeit der Zubereitung ist einerseits... Nein, für mich persönlich muss ich sagen, es ist eigentlich ziemlich deutlich, dass es ein Vorteil ist, dass es viel Zeit in der Zubereitung kostet, weil du die Nahrung wertschätzt, wenn du Liebe in der Zubereitung walten lässt und dir Zeit nimmst, das, was du deinem Tempel, also deinem Körper zuführst, wenn du dir da Zeit lässt, wenn du dir Liebe hineinsteckst, dann geht diese Nahrung viel besser in Resonanz mit deinem Körper. Sie wird viel besser aufgenommen. Na? Liebe und Liebe. Wenn du irgendwie schnell was hinhackst und eine Pfanne brätst oder dir ein paar Nudeln reinschmeißt oder so weiter, ist das energetisch gesehen mit Sicherheit nicht so wohltuend für deinen Körper. Unabhängig jetzt von dem wissenschaftlichen Vitamin, Mineralstoffen und so weiter, sondern rein vom energetischen Aspekt. Und ja, also von der Seite her ist diese längere Zubereitungszeit ein Vorteil. Auch weil es oft fast schon meditativen Charakter hat. Wer Gourmet-Rohkost schon mal zubereitet hat, weiß, dass es teilweise extrem aufwendig und sehr, sehr, es ist zeitintensiv, weil du immer den gleichen Schritt ganz häufig machst und viele Dinge ganz klein schneidest oder portionierst, in den Dehydrator steckst und so weiter. Immer wieder dieselben Abläufe. Und das ist halt, hat schon einen meditativen Charakter und du hast eher die Möglichkeit ins Sein zu kommen. Und wenn du das tatsächlich dann auch so machst, dann hast du auch eine gewisse Stressfreiheit. Ja? Wer sich natürlich stressen lässt und sagt, ich will jetzt Rohkost essen, aber mir schmeckt nur die Gourmet-Rohkost und das kostet dann halt eben viel Zeit, die Zeit habe ich aber eigentlich nicht, ein bisschen natürlich, da hast du dann das Negative von beiden Seiten. Aber ja, das würde ich niemandem empfehlen da. Ja, also die Liebe in der Zubereitung, das ist, glaube ich, spricht für die Gourmet-Rohkost, weil du da automatisch gezwungen bist, damit Liebe zuzubereiten. Denke ich zumindest. Und da gilt eine Sache, was bei mir so ist, die Wertschätzung des Essens, beim Prozess des Essens, sie ist bei mir tatsächlich höher, wenn ich Gourmet-Rohkost zu mir nehme, weil automatisch sie ist teurer, dass die Wertschätzung automatisch höher, weil wir alle noch in diesen Geldeswerten denken, die Zubereitungszeit war länger und so weiter, du tust das Essen viel mehr wertschätzen. Und das spricht halt eindeutig für die Gourmet-Rohkost, als wenn du dir einen Riesenteller voll Gemüse gebraten hast, dann tust du das nicht jeden Bissen einzeln essen, weil es meist auch massiger ist. Ne? Ich spreche wieder für die Gourmet-Rohkost. So, das ist so ein bisschen ein Brainstorming von den Dingen, die mir so einfallen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr da euch auch schon Gedanken gemacht habt, inwieweit ihr zwangsweise in diese Rohkost rein wollt, aber aufgrund der relativ soliden Geschmacksbasis der einfachen Rohkost, da eben euch diese Akzente geben wollt mit der Gourmet-Rohkost, damit ihr auch auf jeden Fall bei der Rohkost bleibt, oder ob ihr lieber sagt, okay, nee, dann gehe ich einfach mal zum Fastfood-Döner und hol mir halt einen Wöhner, also so einen Veggie-Döner, oder mach mir ein paar Nudeln oder sowas und bin dafür halt stressfreier, preiswerter, ja, und pimpt das halt meinen Tag auf mit der Rohkost. So, und meine Quintessenz ist so, ist eigentlich egal,
Wir können mit allem gesund leben. Wir können wirklich mit allem gesund leben. Wenn wir als Basis die einfache Rohkost haben, und wir haben fast alle. Also jeder isst frisches Obst und frisches Gemüse jeden Tag, glaube ich zumindest, der ein bisschen gesundheitsbewusst ist. Und wenn er das dann halt eben aufpimpt mit, ja, mal Gourmet-Rohkosten, sich ein bisschen was Teureres gönnt, und dafür halt auch mehr Wertschätzung gibt und so weiter, der wird gesund leben. Und derjenige oder diejenige, die dann eben einfach mal Kartoffeln mit Gemüse macht oder sowas, oder sich eine Seitanwurst brät, ja, die wird auch gesund leben. So, denn sie ein gesundes Mindset dazu hatten, ich sagte, boah, jetzt habe ich aber wieder Kochkost gegessen. Und von daher denke ich, es gibt Sachen zu beachten, es gibt durchaus Faktoren, die für das eine oder für das andere sprechen. Aber wenn man die auf dem Zettel hat, dann kann man denen auch entgegenwirken. Das heißt, man kann auch gekochtes Essen eine Wertschätzung beimessen, indem man ja, langsamer isst, indem man mit Liebe isst, und vielleicht ein Ritual, eine Kerze anzündet vom Essen und so weiter. Ja, das kann man machen. Man kann natürlich auch zum Beispiel bei der Gourmet-Rohkost zwar Liebe in die Zubereitung stecken, aber vielleicht von den fettigen Zutaten nicht so viel hineingeben. Und vielleicht statt des Aprikosenkernöls dann doch nur einfaches Sonnenblumenöl nehmen oder so. Und vielleicht nicht so viel eben. Und entsprechend kann man das auch alles ein bisschen abmildern. Man sollte sich der Probleme bewusst sein, die gekochte vegane Ernährung bietet, oder die Probleme, die sozusagen von der gekochten veganen Ernährung ausgehen und auch die von der Gourmet-Rohkost ausgehen. Beides ist nicht optimal. Das Optimum ist einfache Rohkost. Wirklich einfache Rohkost. Allerdings, dazu muss ich auch noch was sagen, damit ist nicht gemeint, dass ihr oder dass generell für die meisten Menschen gemeint, dass ihr nur Monomahlzeiten esst. Das Problem dabei ist, dass ihr nur mit Monomahlzeiten sehr wahrscheinlich in den Nährstoffmangel kommen werdet. Zumindest ist das meine Erfahrung mit den Menschen, die tatsächlich sehr auf Monomahlzeiten achten, dass sie über kurz oder lang, ja, einfach irgendwo in den Mangel kommen, weil du kannst gar nicht so viel Sachen mono essen. Zum Beispiel, wie kommst du an deine Omega-3-Fettsäuren? Ich kenne wenige, die zum Beispiel Leinsamen einfach mal 40 Gramm als Monomahlzeit essen. Und wenn du da keinen Salat machst, wo du die Leinsamen reinmachst, oder einen Smoothie, wo du die Leinsamen reinmachst, dann hast du oft ein Problem mit Omega-3-Fettsäuren. Das ist einfach ein Fakt. Und deshalb wirken sehr, sehr viele Rohköstler, die auch sehr auf Monomahlzeiten bedacht sind, wirken sehr, sag ich mal, unenergetisch. Und das sind auch die Menschen, die eben nicht vielleicht so eine Lebensfreude ausstrahlen, die eher, wenn es darum geht, ja, irgendwie anzupacken oder ja, mitzumachen oder irgendwie so, ja, die dann eher dann sagen, ach nö, heute nicht, ich lege mich dann lieber noch mal ein bisschen hin. Ne? Also deswegen sag ich persönlich, Vorsicht vor Monomahlzeiten, wenn das alles ist, was ihr esst, weil ihr kommt da sehr oft in den Nährstoffmangel. Das heißt, einfache Rohkost, ja, gerne auch viele Monomahlzeiten, aber es gibt ein paar essentielle Nährstoffe, auf die ihr achten solltet. Dazu zählt vor allem Jod, was als Monomahlzeit schwer zu, ja, reinzukriegen ist, wenn ihr nicht gerade Algen so esst, oder Omega-3-Fettsäuren, was auch, wie gesagt, Leinsamen, Hanfsamen, was auch nicht so einfach ist als Monomahlzeit für die meisten. Ne? Und dann lieber kombinieren und dann zum Beispiel jeden Tag eine kombinierte Mahlzeit essen, entweder ein Smoothie, wo ihr alles reinhaut, was ihr so als Monomahlzeit nicht an Nährstoffen bekommt, oder einen schönen Salat, da passt Leinsamen und Hanfsamen passen da auch wunderbar rein. Also ein Salat oder ein Smoothie, das sollte eigentlich in einer gesunden Rohkost mit dabei sein für unsere Gesellschaft. Und ja, damit möchte ich das heute beenden. Ich hoffe, dass wir alle ausgehend von der Fragestellung, ja, was ist nun besser? Wenn ich jetzt von der normalen gesunden Rohkost, also vom Optimum abweiche, ist es besser, in die Gourmet-Rohkost zu gehen oder in die vegane Kochkost, dass wir alle, ja, da wirklich beruhigt sein können. Wir kennen die Problematiken dieser beiden Sachen und die kann man etwas abmildern. Und wichtig ist, dass wir stressfrei essen. Stressfrei essen mit Freude, mit Liebe, mit Wertschätzung, und dann tun wir unserem Körper mit Sicherheit was Gutes, egal was wir essen. Ich wünsche euch alles Liebe und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.